Guten Morgen. Es gibt sie doch, die verregneten Tage in Spanien. Ich hätte es nicht gedacht. Wir sind in die Berge hochgefahren und wir haben uns einen Schlafplatz in den Bergen gesucht, weil unser nächstes Ziel in den Bergen liegt. Und heute früh sind wir mit Regen aufgewacht. Wir können ja mal rausgucken. Es ist super regnerisch. Man braucht die Kapuze. Und da vorne ist das Meer und da scheint die Sonne. Ich glaub's ja nicht. Also wir haben hier schön Regenschauer. Alles nass. Aber wir haben das große Auto zum Glück. Wir fahren jetzt da hoch zu unserem Ziel und werden es uns dann richtig gemütlich machen im Auto, nochmal umbauen, einen Kaffee kochen. Aber das ist natürlich verrückt. Ich habe gedacht, ich kann heute schön das Meer sehen hier in der Aussicht. Aber hier ist alles wolkig, grau, Regen, 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 Regen. Schnell rein wieder. Unser nächstes Ziel geht an eine heiße Quelle, die Terma de Alhama. Die liegt gleich da oben auf dem Berg. Dort kann man ganzjährig baden. Das ist eine heiße Quelle. Die ist natürlich in der Natur und die Spanier und alle anderen nutzen die und gehen da im 40 Grad heißen Wasser baden. Dort wollen wir mal schauen, ob wir das heute auch können. Das ist selbst dem Ducky heute so ungemütlich. Der hat gleich sein Rebenkeb angelassen. Der will auf jeden Fall gar nicht raus, aber der muss jetzt wenigstens mit vorkommen. So, auf geht's. Ja, wir sind jetzt angekommen an der Termas del Alhama. Oben stehen schon ein paar Camper. Hier unten ist ein kleiner Parkplatz. Ich werde jetzt gleich mal auf Suche gehen, wo diese Quelle versteckt sein wird. War auf jeden Fall eine abenteuerliche Fahrt. Die Straße war schmal und jetzt auch hier durch die Felsen durch. Sehr interessant. Wir gehen mal schauen, wo es ist. Schicker Mandeldack. Es regnet ja draußen immer noch leicht. Wir werden jetzt erstmal das Auto umbauen
Das heißt, der Generator muss ganz kurz vor. Und das ganze Zeug natürlich weg. Der Duck ist schon wieder voller Freude. Ich glaube, der hat auch Hunger. Der ist super neidisch. Fangen wir jetzt gleich an, nachdem ich hier meinen kleinen Riegel aufgegessen habe. Aber viel Platz ist in der Quelle nicht. Also die Männer, die da drin sitzen, die füllen eigentlich das ganze Becken schon aus. Es sind nur drei. Bei diesem Wetter wird natürlich alles nass. Aber wir haben eine Tüte gebastelt. Da kann der Kompressor drunter stehen und wird nicht nass. Das zeige ich euch gleich mal. Aus zwei Tüten zusammen. Kilo schwer. So, das passt perfekt. Und jetzt geht's ans Umbauen. Gut. Sitzecke ist geschaffen. Jetzt können wir direkt schon einen Kaffee kochen. Wird auch langsam Zeit. Denn den brauche ich auf jeden Fall. Nachdem jetzt alles in Ordnung ist und wir die Bank rumgeschoben haben, werde ich jetzt noch den einen Schlafsack verstauen. Das geht hier in dieser Box. Einfach nur hochklappen, das ist jetzt natürlich einfacher. Ich habe die Kissen einmal hier rüber geschmissen und danach kommt der hier rein. Dann haben wir nicht mehr so viel Bettzeug im Auto liegen. So. Und dann wird es wieder gemütlich gemacht. Matratze kommt richtig hinter. Kissen an die Seite gequetscht. Die anderen Kissen werden noch mal schön aufgeschüttelt. Was haben wir hier noch? Noch eins. So. Das ist Duck seine Decke. Die brauchen wir auch immer, wenn mal kalt ist. Die kommt auch in die Ecke. So, dann haben wir noch einen Schlafsack. Den verstaue ich dann meistens immer hier in der Ecke, da wo auch das Brett liegt. So. Der kommt hier rein. Oh ja, Ducky. Eine Minute noch. So, Rucksack mit Techniksachen kommen erstmal an die Seite. Pullover kommt auch erstmal hier hinter. Zack. So, dann ist eigentlich alles schon fertig und der Kaffee kann gleich loskochen. Ja, die Jacken sind jetzt natürlich klitschnass von dem Regen. Das ist nicht so optimal, aber können wir jetzt nicht ändern. So, okay, los geht's. So, irgendwo hatte ich hier auch einen Müllbeutel. Hier in der Ecke steht übrigens unser Wasser. Komme ich auch super gut ran. So, ich gehe kurz den Müll suchen. Okay, wunderbar. Und es regnet immer noch. Aber wir sitzen im Trocknen. Unseren Campingtisch, den haben wir jetzt hier an der Seite verstaut. Den könnte man natürlich jetzt auch noch rausholen und hier aufstellen. Dann hätte man einen richtigen Tisch auch zum Essen. Aber es geht auch so. Dann werde ich jetzt mal die Herdplatte anschließen an den Generator und zeige euch mal, wie das mit der Tüte als Abdeckplane auch klappt. Ja,
Also ich habe mir hier an der Tüte, die habe ich aufgeschnitten, sieht man. Und ich kann die jetzt hier so festkleben mit Klettverschluss. So, die Herdplatte habe ich jetzt hier angesteckt. Um den Generator zu aktivieren, muss man einmal hier auf On drücken. Und auch oben gibt es hier für den Benzin diesen Regler. Auch einmal auf On drücken. Tisch. So, jetzt decke ich mir das so ab. Kommt genug Luft dran hier. Hier kommt dann die Luft raus. Und auf der anderen Seite gleiches Prinzip. Auch ein Beutel, also hier die Öffnung aufgelassen, hier oben festgemacht und hier kommen die Abgase raus. Die Herdplatte liegt jetzt hier im Auto, damit das alles nicht nass wird. Und jetzt starte ich gleich mal den Generator. Hier ist ein Knopf, aber wir haben ja auch eine Fernbedienung. Mache ich das mal mit der Fernbedienung, das ist ja wesentlich cooler. Diese Fernbedienung. Und es geht los. So, das sind die Geräusche, die wir ertragen müssen. Jetzt gucke ich mal. Das ist auch schon der Eco-Mode. So, jetzt schauen wir mal die Herdplatte. Machen wir auch an. Kaffee drauf. Es leuchtet. Und dann sollte der Kaffee in Kürze gut sein. Auf der einen Seite stinkt es natürlich ein bisschen, aber deswegen geht das alles da in die andere Richtung. Unser Kaffee ist fertig, das heißt, der Generator kann jetzt wieder in seine Ruheposition gebracht werden. Wir haben Kaffee gekocht. So, hier duftet es schon. Sehr schön. Duck bleibt liegen. So, jetzt Kaffeedüppel holen und einmal Milch einfüllen. Und dann frühstücken. Jetzt sitzen wir im gemütlich warmen Auto. Draußen regnet's. Und jetzt gibt's erstmal ein kleines Frühstück. Ja, diesmal was nicht zum Erwärmen. Sonst immer gab's ja heißen Porridge. Jetzt gibt's auch einfach mal ein Brot. Das geht wesentlich schneller. Man hat nicht so viel Abwasch. Und es schmeckt trotzdem gut. Das haben wir uns gestern noch im Supermarkt geholt. Für einen Tag hält sich das auch. Das ist kein Problem. Bisschen Hummus. Und ein bisschen Käse drauf. Tomaten haben wir auch noch. Die hängen jetzt allerdings vorne. Mahlzeit! Also, die Quelle ist eigentlich die ganze Zeit über besetzt und der Pool ist nicht gerade sehr groß. Jetzt sind dort, ich glaube, 8 Leute drin, 2 große Hunde. Unser Ducky ist ja nicht unbedingt der Hundefreund. Deswegen werden wir jetzt trotzdem erstmal weiterziehen. Wir probieren das Baden jetzt hier nicht aus. Es gibt aber noch viele weitere Quellen, auch entlang der Küste bei Valencia. Da werden wir sicherlich nochmal stoppen. Deswegen packen wir jetzt die Sachen und fahren zu unserem nächsten Ziel. Das wird umso spannender, weil jetzt fahren wir in die Wüste von Spanien. Desierto de Tabernas ist unser Ziel. Und los geht's. Da, kommst du mit? Kommst du mit? Ah, der sieht noch sehr schläfrig aus. Der hat jetzt schön geschlafen hier im Auto und fühlt sich da sehr wohl. Ducky. Eine taube Nuss, der hört gar nichts mehr. Ducky!
Autoschlüssel, noch einen Schluck vom Kaffee. Der Generator kommt wieder rein. Das kleine Mäuschen. So, perfekt. Steht gut. Ist trocken. Und jetzt gucken wir mal, was hier vorne noch aufzuräumen ist und dann geht's los. Hier ist unser Gemüse drin. Da hält sich's länger. So, Doug, jetzt bist du auch raus, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Hoppala. Ein Sprung in die Freiheit. Ja, das sind sie hier, unsere Camper. Das ist auch eine Art von Wohnmobil, was man haben kann. Die stehen hier ganz gut am Hang. Sieht auch so aus, als ob die schon in Weichen da sind. Der eine hat schon Platten gehabt, habe ich gesehen. Ja, ich denke mal, der bei dem sieht es auch nicht anders aus. Wir fahren weiter und suchen uns die nächste Route. Wir fahren jetzt hier komplett durch die Berge durch. Wir haben Granada hinter uns liegen lassen und fahren jetzt Richtung Almería. Und hier geht es einfach durchs Gebirge. Auf jeden Fall schon sehr wolkig und es gab sogar schon das erste, Achtung, Schneesymbol. Obwohl das kaum zu glauben ist bei 12 Grad aktuell. Die LKWs fahren auf jeden Fall hier so langsam, die machen ihre Warnblinker an. Die tuckeln hier den Berg hoch, weil es so schwierig ist. Und hier regnet es auch schon wieder ein bisschen. Natürlich, umso höher wir kommen, kann natürlich die Gefahr sein, dass es irgendwann vielleicht doch nochmal schneit. Was wir gesehen haben bis jetzt, dass die Spanier alle irgendwie wahrscheinlich keine Winterreifen haben. Wir sind außerdem gerade an einem Schneepflug vorbeigefahren, die Salz dabei haben. Also scheint es hier doch die Gefahr zu sein, dass man doch mal salzen muss. Wir machen einen kurzen Stopp. Das mit dem Schnee war gar nicht so weit hergeholt, denn ganz da hinten auf dem Gipfel, da sehe ich noch Schnee liegen. Ganz schön ungemütlich hier draußen. Windig, kalt, es sind nur noch 8 Grad. Wenn ich mir überlege, wir hatten vor 2-3 Tagen noch 17, ist mir das schon ganz schön ungemütlich jetzt. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Noch eine halbe Stunde und langsam hat sich auch die Landschaft verändert. Es ist hier auf jeden Fall sehr stürmisch. Da hinten ist so eine Art Sandsturm. Das sieht man sehr gut. Gelegentlich rollt ihr auch mal so ein Grasbüschel über die Straße, ein bisschen wie im Westernfilm. Also ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich erleben dürfen. Die Ausfahrt liegt vor uns, 364. Und eigentlich sollte in 2 Kilometern uns die Wüste erscheinen. Ich kann, also mal schauen, wo wir lang müssen. Rechts rum. Und dann gucken wir mal, was wir gleich sehen. Herrlichstes Sonnenwetter wieder. Ganz anders als in den Bergen. Wir stehen jetzt doch vor der falschen Ausfahrt. Da haben wir uns verfahren. Wir müssen noch mal wenden. Hier ist alles mit Stacheldraht. Da gehören wir nicht hin. Hier in der Straße sind auf jeden Fall immer so kleine Dellen.
Also relativ große Dellen, die müssen wir tatsächlich ganz vorsichtig fahren, damit uns der Fahrradträger nicht aufsitzt. Ja, und in dieser Wüste gibt es auch ein kleines Mini-Hollywood und dort wurden viele Western-Filme gedreht, unter anderem Der Schuh des Manitou. Ich glaube, hinter dem Hügel könnte ich mir vorstellen, da liegt es dann schon. Wir sind ganz gespannt und fahren ganz vorsichtig jetzt neben der Autobahn her und werden sicherlich gleich an unser Ziel kommen. Also, wir sind jetzt hier lang gefahren, die Straße. Inzwischen wird der Weg anders, schottermäßig. Laut dem Navi ist das erstmal die Deserta de Taberna. Es gibt hier noch eine Westernstadt, die ist noch ein Stückchen weiter auf der Straße entlang. Aber ich wollte jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht mit dem Weg, ob wir den noch passieren können mit unserem Auto oder ob jetzt hier gleich Feierabend ist für uns und wir doch wieder umdrehen müssen. Stürmisch, stürmisch, stürmisch. Da fliegt mir mein letztes Haar weg. Ich glaube, solche Furchen, das schafft der T5 nicht mehr. Wahrscheinlich ist es auch nicht dafür gedacht, dass man hier lang fährt mit so einem Auto in der Größe. Da braucht man dann vielleicht doch lieber einen Jeep oder sowas. Ja, also, hier sieht es nicht aus, als ob wir weiterfahren können. Schade, ich hätte es gedacht. Dann fahren wir einfach noch ein Stückchen weiter, weil da vorne die Berge, die sehen auch ganz interessant aus. Vielleicht kommen wir da ein Stückchen näher. Hier ist definitiv Feierabend. Das sind zu viele krasse Steine. Das schaffen wir nicht mehr. Also heißt es umdrehen. Auf jeden Fall eine beeindruckende Landschaft hier. Die Pflanzen müssen hier gut angepasst sein, denn die können sich bei diesem Sturm hier einfach im Boden halten. Da hinten geht die Sonne unter. So, wir steigen wieder ein und los geht's. So, wir werden jetzt gleich mal auschecken, ob unser Fahrradträger diese Schwellen übersteht. Das war schon sehr kritisch. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Schön knapp, meine Güte, das war nur noch ein paar Millimeter. Einmal ist er schon hängen geblieben in Spanien. Ich war jetzt hier knapp ganz schön aufgeregt, ob das nochmal passiert. Aber wir haben es geschafft, zum Glück. Den kleinen Huckel haben wir mit etwas mehr Speed genommen. Und hier sind wir aufgesessen. Wir gehen jetzt gleich mal gucken, ob noch alles heile ist. Also Lichter funktionieren noch. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Flüssigkeit ist. Das werden wir gleich mal auschecken. Also ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich von uns war. Irgendwie scheint hier aber jetzt alles trocken zu sein.
Also vielleicht war die Pfütze doch nicht von uns. Und es ist nochmal alles gut gegangen. Der Fahrradträger ist vielleicht ein kleines bisschen verbogen. Kleines bisschen. Hier unten. Könnte es sein, dass es eingerissen ist? Auch hier, oh je, ist es doch eingerissen. Oh meine Güte. Also, der kleine Huckel. Wir müssen immer vorsichtig fahren. Das hat er jetzt erlebt. Unsere Schlafplatzsuche ist ja jetzt immer ein bisschen schwieriger, da das Internet nicht mehr verfügbar ist. Die mobilen Daten sind aufgebraucht dadurch, dass ich einmal in Tarifa mich absolut aus Versehen ins afrikanische Netz eingewählt habe. Dadurch ist mein Internet aufgebraucht und jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir gute Plätze finden. Ich bin jetzt hier einen Schotterplatz entlang gegangen und guck mir das mal an, ob man hier stehen könnte für eine Nacht. Also der Platz scheint groß zu sein. Hier ist weit und breit keiner. Ganz eben. Also wenn wir die Auffahrt schaffen, dann denke ich mal, ist das hier ein guter Schlafplatz. Sehr gut. Wir sind in der Stadt Tabernas. Ist nur eine ganz kleine Stadt, die hier in der Wüste sozusagen liegt. Das könnte aber, naja. Ja, überlegen wir mal. Ist schon ganz schön hoch. Nicht, dass wir da hängen bleiben. Oh, mein Schatzkind, das ist... Wir haben schon gute Reifen, aber so richtig klasse sind die dann auch nicht für solche holprigen Wege. Schauen wir mal. Der Bus hat die Auffahrt geschafft zu der Stelle. Wir bleiben jetzt heute die Nacht hier. Das ist perfekt, ganz eben. Bisschen windig. Im Dorf war es noch windiger. Hier weht ganz schön viel Sand durch die Gegend. Aber perfekt für die eine Nacht. Hier überall sind keine Lichter. Also sehr ruhig wird die Nacht werden, denke ich. Ja, bravo. Wir waren ja nochmal einkaufen im Diamarkt und jetzt gibt es gleich Abendbrot. Ich lasse es mir schon schmecken, der Duck auch. Schmeckt wieder hervorragend. Patata ist mein Leibgericht. Und bequem ist es auch noch hier drin. Wir haben alles jetzt freigeräumt, man kann hier schön liegen. Herrlich, bestens. Wir mummeln uns jetzt ein, weil draußen tobt ein wilder Sandsturm. Die Scheiben vom Bus, die knarschen schon richtig, wenn man die auf und zu macht. Also mal schauen, wie es morgen aussieht, ob uns hier der Sandsturm um die Ohren fegt. Jetzt ist es auf jeden Fall sehr stürmisch. Zum Glück haben wir hier diesen schön geschützten Raum und schlafen jetzt gleich. Morgen gibt es dann was Neues von der Wüste in Spanien. Da schläft der Duck. Gute Nacht. Hallo aus Tabernas. Ja, wir sind schon wieder abfahrbereit. Ich möchte euch nochmal den Platz zeigen, den wir gestern Abend noch im Dunkeln gefunden haben. Wir stehen hier auf einem sandigen Platz und rund um uns sind Berge. Es ist hier sehr, sehr, sehr staubig. Das Gewächs, was hier noch zu sehen ist, das ist super trocken und super spitz. Also super angepasst an diese trockene Gegend hier. Ja, die Nacht war, ich kann es euch sagen, ich habe nicht gut geschlafen, weil ein absoluter Sturm draußen ging. Dann hat es noch angefangen zu regnen, der Wind hat gepfiffen, das Auto hat gebebt. Also das war schon unnormal. Das hatte ich bis jetzt noch nicht erlebt hier in Spanien. Deswegen war die Nacht kurz. Nicht ganz so erholsam wie die anderen Nächte. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gute Laune, die Sonne scheint und wir werden jetzt gleich nochmal die Wüste erkundschaften. So sieht die Gegend hier aus. Also hinter den Hügeln ist die Stadt Taberna
Und wir haben hier so einen Platz abgelegen gefunden. Man hört lediglich ein paar Hunde bellen. Hier wohnt auch noch jemand. Sehr trocken hier und sehr staubig. Die Fenster, die knirschen beim Öffnen. Unsere Schiebetür knirscht inzwischen auch schon, weil alles wahrscheinlich ein bisschen reingerieselt hat, der ganze Staub. Und ja, als nächste Operation des Tages wird natürlich an dieser Stelle erstmal der Fahrradträger repariert, weil den haben wir uns ja gestern in der kleinen Senke leider zerbrochen. Wir haben so ein Panzertape mit, so ein richtig stabiles Klebeband. Mit dem werden wir jetzt erstmal provisorisch unseren Fahrradträger reparieren. Ich hatte es erst gar nicht gesehen, aber es ist tatsächlich gebrochen. Hier sieht man es. Hier ist ein kleiner Riss. Ja. Aber das Licht funktioniert noch, das ist die Hauptsache. Und die Lichter sind noch an Ort und Stelle. Jetzt werde ich das erstmal reparieren. Und dann fahren wir nochmal in die Deserto de Tabernas. Das ist das Klebeband. Das ist extra stark. Man kann das ja auch so schön abreißen und braucht dafür keine Schere. So, ich werde jetzt einfach mal hier vorne was draufkleben. So. Und guck noch mal hinten. Hinten war es, glaube ich, auch kaputt. Da hole ich mir jetzt auch noch mal ein Stückchen. Und dann sollte das eigentlich erstmal halten. Das macht sich natürlich jetzt etwas ungünstig. So. Okay, ich klebe von unten noch mal was dran. Die Plastik ist kaputt, aber wie gesagt, es funktioniert noch alles. Das ist die Hauptsache. Wir springen jetzt ins Auto. Es ist ganz schön frisch hier, windig und fahren mal in die Wüste. Wir sind angekommen im Texas Hollywood. Hier dahinter ist der Hollywood Mini Park, wo viele Westernfilme gedreht wurden. Unter anderem auch das Schuh des Manitou. Wir werden jetzt mal hier reinfahren und gucken uns das mal an, was es hier zu entdecken gibt. Da vorne sieht man schon das Eingangsschild Texas Hollywood. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Texas Hollywood. Wir waren mal schauen an der Übersicht, was es da zu sehen gibt. Die bieten Kutschfahrten an. Man kann dort durch die Häuser gehen, durch die Indianerzelte schwurfen. Und es gibt auch einen Campingplatz darauf. Der Eintritt kostet 21 Euro pro Person. Campingplatz wäre nochmal 15 Euro. Wir wollen ja nicht übernachten. Ich denke, das ist tatsächlich eine schöne Sache für Kinder oder für welche, die Westernfilme lieben. Wir fahren an dieser Stelle weiter. Schauen noch mal, was es hier weiteres Schönes im Ort gibt. Ich möchte euch noch mal die Landschaft hier zeigen. Also wir sind eigentlich mitten in der Wüste hier von Spanien. Natürlich sind hier unten noch ein paar Büsche, die sind aber alle relativ trocken. Aber man sieht sehr schön dort diese Erhebungen. Und das ist alles sehr steinig, sehr sandig. Eine wunderschöne Landschaft tatsächlich. Och, der Wind, meine Güte. Da hinten sieht es auch noch ein bisschen so aus. Also sehr beeindruckende Landschaft hier in dem Ort Tabernas. So, wir fahren weiter. Der nächste interessante Ort, an dem wir gerade stehen, ist das Mini Hollywood. Das ist aber, wie man sieht, geschlossen. Die Parkplätze sind alle leer. Das Parkhäuschen ist leer. Das Einzige, was man hier findet, sind jede Menge Camper. Könnte ich mir vorstellen, die haben hier die Nacht verbracht, aber hier gibt es jetzt kein Reinkommen, aber man hat einen gigantischen Ausblick auf diese wundervolle Landschaft im Hintergrund. Wir sagen hasta la vista, Baby, und fahren weiter.
unsere Autotour auf aufgrund dieser kleinen Hucke. Da oben kommt das nächste große Loch. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber wir werden einfach zu Fuß weitergehen. Es gab hier ein, zwei Stellflächen. Da stellen wir das Auto ab und dann werden wir mal kurz hier hochlaufen. Jetzt muss der Bus erstmal rückwärts fahren. Mit dem Auto geht es hier an dieser Stelle ja nun leider nicht weiter. Aber ich bin froh, dass wir unsere Fahrräder dabei haben. Ich habe jetzt schon das Mountainbike abgeschnallt und werde jetzt mal den Weg hier mit dem Fahrrad erkundschaften. So, ich schwing mich drauf. Los, gut, haben wir den Bus stehen lassen. Der Weg wird immer verrückter. Also solche Furchen, das schafft der Bus nicht. Aber der Anblick ist wieder atemberaubend hier in der Landschaft. Also ich frage mich wirklich, wie es dieses Wohnmobil hinter mir geschafft hat, hier hochzukommen. Entweder gibt es hier noch eine andere Straße, die wir verfehlt haben, oder aber keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Da unten. Die Auffahrt mit dem Bike hat sich gelohnt. So ein überragender Ausblick. Uppala, jetzt fällt das Fahrrad um, so stürmisch. Wunderschön, es ist wunderschön hier. Unberührte Natur, Nationalpark. Hin und wieder findet man immer solche Häuschen, die verlassen und zerfallen sind. Einzigartig. Das ist wirklich einzigartig. Sein. Die wird sich jetzt da oben vielleicht abregnen oder sogar schneien. Hier sind ja nur noch 10 Grad, also ist es da oben wesentlich kälter. Ich kann von hier das Wohnmobil sehen, was dort steht, und habe hier den besten Überblick über die Wüste von Spanien. Echt toll. Ich werde aber jetzt nicht weiter hochfahren. Ich fahre jetzt wieder zum Bus. Wir wollen noch ein Stückchen weiter heute. Deswegen geht es jetzt wieder bergab für mich. Meine kleine Fahrradtour ist jetzt beendet. Das Fahrrad ist schon wieder auf dem Fahrradträger. Sehr, sehr atemberaubende Landschaft hier. Das sollte man auf jeden Fall gesehen haben und sollte man besuchen, wenn man in Spanien ist. Merkt euch, Desierto de Tabernas. Hier sind wir jetzt. Aber für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren jetzt wieder in Richtung Küste. Wir müssen mal an einen Internetplatz, weil wir sozusagen ja kein Internet mehr haben. Und da fahren wir jetzt auch hin. An die Küste geht's jetzt. Ahoi! Wenn euch die Wüste und unser Roadtrip gefallen hat, dann lasst mal bitte ein Abo da, schreibt es mir wieder in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Bis bald!